Willkommen zurück zu Miitopia! Und wir haben hier im Roulette noch was zu tun. Wollpfoten kann man hier nämlich erhalten, ganz selten. Nein! Leider kriegen wir sie nicht. Oder? Ladneckig. Nein, krieg ich nicht. Ich krieg die ganzen wieder Ausflugstickets. Die können wir gleich auch noch benutzen. Komm schon. Nein! Eine großzügige Portion Erfahrung. Ich weiß nicht, gebe ich es mir mal einfach. Oder? Ja, doch. Bin ich Level 9? Okay. Dann, eigentlich wollte ich noch einmal, aber ihr kennt das ja, mein Stick ist ja am Driften. Toll, Nintendo, fix das, please, danke. Ne, komm. Es bringt, glaube ich, nichts. Ich krieg's einfach nicht. Ist egal. Ich finde es ein bisschen blöd, dass ich jetzt vom Level her vor allen anderen bin. Naja, dann könnt ihr euch ja zumindest hier mit den ganzen Tickets, die ich jetzt habe, ein bisschen verstehen. Weil ihr seid auch auf 0, bis auf 1 ist es ja eigentlich. Seid auch bald auf 1, ihr solltet mal auf mindestens 5 kommen. Also lernt euch ein bisschen kennen. Und dann, wo wir gerade sind, für die letzten Folgen nicht gesehen haben, wir sind gerade in irgendeiner Sandhöhle. Und naja, da versteckt sich der Flaschengeist. Zu dem müssen wir hin. Zurück in die Flasche. So. Und ich gebe euch jetzt all die Tickets. Also den beiden gebe ich jetzt die Tickets, damit sie sich ein bisschen besser kennenlernen. Und ja. Mehr gibt es nichts zu sagen. Wir gucken uns hier noch die schönen Animationen an. Auch wenn ich sie gerade vorspule, weil wir die meisten schon kennen. Das ist zum Beispiel jetzt nicht, aber es ist mir egal. Weil nach einer Zeit wird es mir einfach zu langweilig. Ich habe auch keine Lust, die ganzen Cutscenes nochmal neu zu sehen. Ich fände es schön, wenn es irgendwie mehrere Variationen von Ausflügen gibt, die wir noch nicht gesehen haben. Vielleicht habe ich ja sogar ein Ticket und ich habe es dann noch gar nicht gesehen. Aber bisher nicht. Aber zumindest lernen sie sich mit den Ausflügen gut kennen. Das ist schön. Blopp. Kleiner Scherz. Da war nichts. Oh. Hm. Was da wohl war? Koboldschinken anscheinend. Cool. Botanischer Garten wäre aber zum Beispiel mal was Neues. Das könnte ich dann gleich drin lassen. Ohne zu vorspulen. Heftig. Komm. Level 5 noch. Das schaut euch im Film an. Hey Gott, schläft ja. Du, der Film fängt an. Macht ihn wütend. Er genießt den Film und... Wow, was für ein Finale. Schläfst du etwa immer noch? Er hat den Film verschlafen. Na, die kriegen ja trotzdem das Geld. Uff, okay. Botanischer... Du gehst definitiv nicht mit dem Pferd. Du bist aber 20 mit dem Pferd. Botanischer Garten. Lass mal sehen, was es damit auf sich hat. Das wird interessant. Möchtest du mit mir Blumen betrachten? Ich kann es kaum erwarten. Frag mich mal. Wow, das sind mal eine Menge Blumen. Oh, die habe ich ja noch nie gesehen. Die schon. Was für ein Anblick das war. Nur diese eine Blumenart, soweit das Auge reichte. Echt? Wo war das denn? Habe ich vergessen. Dabei hätte ich mir das auch gerne angesehen. Okay. Nein, der Misslauf hat nicht erreicht. Schade, schade. Gut, das letzte Ticket spare ich mir auf. Wir ziehen weiter. Auf zu diesem Tor. Oh, du hast 5 verschiedene Gefäße. Waffe der Forscher gesammelt. Okay, ziemlich cool. So, jetzt können wir hier nach rechts. Hier an dieses Tor. Eine Sackgasse. Ah, was ist das für eine Öffnung in der Wand? Da passt bestimmt das Juwel hinein. Das Juwel hat gepasst. Also man muss dieses eine Bonus-Level, dieses eine Außerhalb-Level machen. Klasse, jetzt könnt ihr euren Weg fortsetzen. Juhu, juhu. Komm her.
Was guckst du so? Gib diese Schätze zurück! Der war gut. Hör mal, mir gehört die ganze Wüste. Also gehören die Schätze auch mir. Und jetzt verzieh dich. Gut, du hast es nicht anders gewollt. Oh nein, die Lampe! Du kannst gar nicht wissen, wie sie funktioniert. Sagst du den Bandspruch auf? Ja? Bandspruch. Hex-Hex? Hex-Hex! Hahaha, falsch! Dass mein Name Nebby ist, verrätst du nie! Ja. Okay, dann Nebby, get in the lamp! Was? Woher wusstest du das? Nebby, get in the lamp! Moment, Moment, langsam! Nebby? Ich gebe euch jetzt zurück, wirklich alle! Bitte, ich flehe dich an! Will ich ihn... Wie so ein Story-Game, will ich ihn verschonen? Es ist ein Kind, es ist ein kleines Cosmog. Ich verschone ihn. Oder verarscht er mich? Ha ha ha. Und? Es tut mir leid. Ich gebe den Stadtbewohner die Schätze zurück. Ha ha ha. Okay, Nebby ist mit den Schätzen zur Stadt aufgebrochen. Ihm nach. Ich habe ihn verschont. Hoffentlich war das die richtige... das Richtige zu tun. Stadt nebenan. Was ist denn los? Es tut mir so leid, was ich getan habe. Hier sind alle eure Schätze zurück. Wow, glänzend. Bewohner von nebenan, ich habe ein kleines Geschenk für euch. Euer bester Freund ist hoffentlich die Verzweiflung. Oh nein, sagt mir nicht. Es ist der, wo ich denke, dass es ist. Du da, Jungchen, sei so gut, hör einem alten Mann zu. Ich dachte ja, es könnte nicht mehr schlimmer werden. Aber jetzt ist der dunkle Fürst hier und macht uns das Leben schwer. Unglaublich. Hat einfach die Gesichter der Bewohner gestohlen. Gegen uns der Lampengeist noch das kleinere Übel. Einen üblen Schurken hat die Welt noch nie gesehen. Was denkt der dunkle Fürst eigentlich, was er sich erlauben kann? Sogar das Gesicht von Meloetta hat er sich geschnappt. So was tut man doch nicht. Niemand könnte so schön lächeln wie sie. Jetzt ist der dunkle Fürst der Pyramide nördlich von hier geflohen. Bitte, bring diesem Schurken Manieren bei, das tust du doch, oder? Immer dieser Gomme HD. Ihm hinterher. Also geht's aber noch gut. Und Toril auch. Die wurde auch das Gesicht geklaut? Aha. Ist bei jedem das Gesicht woanders? Hörst mir aber zu! Ich sage, dieser dunkle Fürst verdunkelt meine Stimmung. Ja, das tut er. Aber dir ist das natürlich alles ganz egal, oder? Oh Gott, die sind alle woanders. Ich muss mit jedem reden, der sein Gesicht nicht mehr hat. Okay, die sind auch in der Pyramide. Meloetta, wo bist du? Auch da. Okay. Isaac, mit dieser ist gut, ne? Absolut unglaublich. Die Schatzsuche kann ja alles unterfangen. Oh, hallo. Okay. Vielleicht folgt er uns ja. Wer weiß. Und selbst Michael Jackson. Was da unten? Oh, dann machen wir das zuerst. Ganz ehrlich. Ja, schön, dass da jetzt ein neuer Gang ist, ein neuer Level.
Oh, aber da ist ein Gegner, der wahrscheinlich gleich verploppt, wenn ich ihn nicht jetzt verklopp. Deshalb, let's go. 3 von den Miam-Bloings. Komm schon, die kriegen wir doch. Aua, sind sie stark. Auf da. Bam. Entspannt. Heilung. Ah, er macht nur Heilung. Ich dachte, er greift an. Oh, neue Technik. Liebeslied. Ich hab euch alle lieb. Alle lieben Miku. Okay. Helfen mir jetzt alle Miku, oder was? Cool. Schnauben. Einer ist down. Er ist eine Banane. Gott, nochmal Fernando benutzen. Zum Schnauben! Ein weiterer ist down. Jetzt noch der letzte. Darauf ich seilen! Jetzt greift an! Greift an! Bam! Alle down. Nice, nice. Schön viel Essen erhalten. Alles klar. So, das Level werden wir jetzt auch noch gleich machen. Ich glaube, wir sind mittlerweile stark genug. Hier können wir anscheinend auch hoch. Okay, wir haben ein bisschen was zu tun. So, aber hier unten soll ja noch ein Gesicht sein, ne? Mit einem neuen Level. Mein Gott, wir müssen jetzt alle retten, bevor wir irgendwie weiterziehen können. Ja, komm, dann machen wir das halt. Hoffentlich hat dieses Level nur einen Weg, geradeaus. Ich will das nicht nochmal öfter machen. Ich hatte den besten Traum aller Zeiten letzte Nacht. Ach ja, wovon hast du denn geträumt? Es hat unaufhörlich Gold geregnet, bis ich komplett unter Gold begraben war, so wie es gut schmeckt. Ich konnte überhaupt nicht mehr atmen. Das war schrecklich. Ich will nicht wissen, wie dein zweitbester Traum aussieht. Wohl wahr. Ich fühle mich richtig super. Das denke... Okay, der konnte nicht ausreden. Ein Gegner kam zuvor. Oh, hier kannst du doch schön Bum-Bum machen. Nein, der Technik greift einfach nur so normal an. Vor allem, er ist der Einzige, der die Bum-Bum-Attacke machen kann. Er muss es machen. Komm schon, please. Hab ich alle lieb. Yay! Level 6, gute Bekannte. Das ist schön. Sie brennt sich aus. Oh oh. Okay. Na, Tatsi brauche ich nicht. Ich glaube, ein Angriff reicht sogar schon, dass sie down sind für mich, oder? Ja, vor allem jetzt mit dem Push, ja. Okay, jetzt macht das endlich. Große Explosion. Komm, ein Gesicht hätte noch sein können. Ein Gesicht hätten wir noch bekämpfen können. Nein, ich wollte nicht ändern. Nein. Stopp. Stopp. Neustart. Oder macht das... Oh. So, nachdem ich es mir nochmal anschauen musste. Weiter geht's. Und es scheint zum Glück nur eine gerade Linie zu sein. Cool. Muss ich zweimal machen. Oh, aber wenn wir graben, dann lasse ich ihn halt graben. Warum nicht? Na, ruhig. Oh, der hat keinen Bock. Dann halt nicht. Noch im Schuh. Oh, das ist nicht gut. Brauchen wir ein neues Outfit vielleicht für dich? Ich weiß ja nicht. Bam. Das Ding ist schon mal down. Und jetzt. Dieses Viech. Was auch immer es ist. Schon down. Und wir haben 600 Gesichter gerettet. Das wird wahrscheinlich dann gleich nochmal gesagt. Vom Spiel. Wir haben gleich alle Level up. Schön. Und hier ist das Ende. Ah! Jesus, schreit zur Tat. Yay. Und hier ist ein Gasthaus. Sag mir nicht, dass hier noch ein Level kommt. 600 Leute gerettet, die macht es fast! HP-Streuer vergrößert! Statt 120, 140. MP-Streuer auch vergrößert. Statt 35, 50. Gut gemacht! Bei 650 kriegst du wieder was Neues. Alles klar. Lalalala.
Ja, ich würde gern weitermachen, auch wenn du da wie eine Katze im Schlafen rumliegst. Ist mir so egal. Machen trotzdem weiter. Nein, nicht auf geht's weiter. Ihr wollt euch noch unterhalten da links. Und das würde ich gerne anhören. Hey. Gott. Größte Gegner dieses Let's Plays ist der Joy-Con Drift. Ja, oder Pro Controller Drift, was noch schlimmer ist eigentlich. Ich meine das, oder sind die, ist er teurer? Ist auf jeden Fall ein besserer Controller. Also, keine Ahnung, ob der teurer ist. Okay. Okay. Okay, Eiscreme-Mikro, nice. Wortwörtlich, nice. Ach komm, unlustig, Mike. Machen wir weiter. Wo ist das Gesicht von Michael Jackson? Das muss doch hier sein. Noch ein Level. Hier muss es aber sein, komm schon. Ein Boss? Höchstwahrscheinlich. Ah, schon wieder nichts. Was ist denn los? Ich experimentiere. Worum geht es denn genau? Um das Entfernen von Gesichtern. So Ladung dafür ist. Aber es läuft gar nicht rund. Ich beiße mir noch die Zähne daran aus. Da freut sich dein Zahnarzt. Okay. Es wäre gar nicht mal so dumm, wenn er das experimentiert, wie man Gesichter klaut, weil dann kann er nämlich ein Gegenmittel dagegen, erfinden, sage ich mal. Also so dumm wäre das jetzt eigentlich gar nicht, wenn es so vorhat, wie ich es gesagt habe. Ansonsten verstehe ich es nicht. Yay, ein Lied für die alle. Juhu, sie freuen sich. Oh, mach doch weiter, du blöde Kuh. Denkt er sich so. Und boom. Warum leben die beiden noch? Auch zu leben. Ich habe euch das nicht erlaubt. Gut. Ja, ich glaube, wir wissen alle, was dann in dieser Folge noch und in der nächsten Folge alles passieren wird. Gesichter retten. Die hängen überall rum. Und warten nur darauf, gerettet zu werden. Also los! Hier müsste Michael Jacksons Gesicht sein. Hey, hör mal, Fernando. Neulich ist mir beim Stall ausmisten etwas Heu ins Auge geraten. Da musste ich direkt heulen. Pferdehumor ist wohl nicht so meine Stärke. Mensch, was sagtest du da? Das war nicht funny. Habe nicht gelacht. Da ist das Gesicht! Was jetzt passiert? Darüber bin ich auch nicht ganz im Bilde. Oh, wortwörtlich! Du. Das Gemälde Michael Jackson! Das ist der Boss. Okay. So. Ich werde meine Krallen, damit ich gleich auf das Gemälde gehen kann. Ihr macht Boom Boom! Oh, don't want you in my room. Sehr gut. Oh, nice. Oh Gott. Okay, so gut, so stark ist aber das Gemälde zum Glück nicht. Tatzen! Hieb! Oh ja, steht mir bei. Bam! Oh, Alter, das war über 80 Damage! Yo! Boom! Das lebt immer noch! Der lebt immer noch! Oh, der hat uns alle lieb. Das ist schön. Oh, vor allem mich. Oh oh. Komm schon, rauf da! Genau, Fernando, komm, mach den finalen Schlag mit mir. Na, glaube ich, Reitangriff wäre da besser. Ist nur ein Gegner. Bam! 40 Damage nochmal. Wow, das ist echte Kunst. Oh! Uff. Weißt du, er verprügelt die ganze Zeit so ein Gemälde und dann sagt er, oh, sieht cool aus. Und dann wird er zurückgeschlagen. Ja. Selber schuld. So, und dass Jesus gerade angeschlagen ist, ist mir gerade ziemlich egal, denn das Ding ist gleich down. Komm schon. Kann sich sowieso selbst heilen. Wird er machen. Ja, macht er auch. Die Streuer habe ich nur für den Fall der Fälle. Weil ich habe ja auch ganz viel Süßes. Also, die habe ich ja voll viele von. Ich habe keine MP mehr. Ja, wenn ich keine MP mehr habe, dann gebe ich mir MP. Ich habe einen Streuer, der gibt mir sehr, sehr viel MP, wenn ich es will. Yeah. Schön.
Dann nochmal den Tatzenhieb! Ja! Aua, 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 aua! Nein! Neue Technik! Wiederbeleben! Mein Sohn, steh auf! Oh, Mai konnte nicht wiederbelebt werden! Oha! Okay, dann fine, I'll do it myself! Alter! What? Geh drauf, Mann! Bam! Nein. Bam! Endlich! Gerettet! Alter, was ein Bosskampf! Was ein Bosskampf! Bonuserfahrung! Die gebe ich Jesus! Okay, Kunstgemälde zum Essen. What? What? Die müssen wir probieren. Nice, die Nähe zu euch wächst. Finde ich sehr schön. Er will Jesus sehen. Natürlich schön auf Level 21 jetzt hier kommen. Dann auf Level 22 noch direkt dazu. Ja. Beste Freunde! Ich weiß, dass ihr beide beste Freunde seid. Deshalb will ich auch nicht, dass ihr miteinander kuschelt. So, Professor Git kann ja mal mit dem Fernando ein bisschen kuscheln. 5, 5, 6. Aber mit mir 7. Ach, keine Ahnung, du. Keine Ahnung. Wollpfoten. Zu wenig Geld. Dann halt nicht. Dann gehen wir gamblen für das Geld. Pinguinstallar. What? Das hört sich mega lustig an, aber what? Große Portion Erfahrung. Nein, die kann Jesus haben. Oh, das ist ja mega viel gewesen. Jetzt ist er am höchsten. Und nochmal. Dann gebe ich das hier diesmal Miku, I guess. Jetzt haben beide mehr als ich. Ob ich das will? Naja. Kunstgebäck, Sternchen, jede Farbe hat einen anderen Geschmack. Aber welchen wohl? Ja, Mike, welchen denn? Nicht gut? Uff. Not worth it. So, du levelst hier schön deinen Angriff. Hat jemand Lust auf Banshee-Tränen? Ja, nicht. Aber du hast Bock auf den Deli-Becher! Dann gönn ihn dir! Ich gönn ihn dir! Nom 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 nom. Was sagst du dazu? Kann ich nicht probieren. Okay. Gruber Nuggets findest du nice und noch nur du. Satz, dann kriegst du ein paar Toasts. So, hier, nimm sie dir, bis du satt bist. Meine Gute. Und das hat noch niemand probiert. Dann darfst du es probieren. Okay. Was sagst du? Du bist voll. Was sagst du? Ganz okay. Und du? Findest das nicht so gut? Na gut, zumindest ein paar Setups noch. Und dann würde ich sagen, machen wir noch einen Ausflug und dann war's das für heute. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter und retten ganz viele Gesichter in der Pyramide. Hoffentlich in der Pyramide. Hoffentlich schaffen wir es dann. Dorthin. Aha. Was haben wir denn da? Eine Banane. Wenn ihr die essen wollt, die eingegrabene Banane, dann viel Spaß euch.